was ist bei den vielen Grondlingen, die hier herumrennen, müssen irgendwo auch ein dickes Mamagron sein. Findet ihn es sie oder was auch immer und macht es kalt. Dann verliert der Rest dieser Grondlinge vielleicht das Interesse an unserer kleinen Operation hier. Oder sie sterben einfach, weil das Mamagron nicht mehr da ist. Oder Papa Gron oder alles beide Gron, keine Ahnung. Aber so wie ich es kenne, muss ich jetzt eh warten, bis hier die nachspawnen. Aber hier sind lauter Wintergrollhufe. Dann gucken wir mal, wo wir. Oh, hier sind Ausgrabungspunkte und zwar einige. Oh, Feuerball. Ah. Das Angucken der Karte, da hat doch. Hey, den kenne ich. Sowas kenne ich doch. Da gibt's. Sowas gibt's auch in Nagran. In der Scherbenwelt gibt es so einen riesigen Gron. Der da rumläuft. Okay, der wohl in Umbafell ist hier. Wo kriegt man dieses Kernhundreittier her? Und da soll zu mir noch jemand sagen, und er sagt zu mir, der gute Rauchtiger hat zu mir jetzt vor kurzem gesagt, er hat aber noch nie jemanden mit diesem gesehen, weil ich bin hier mal diese Reittierliste durch. Moment, ich guck mal hier. Kernhund. Mutig habt ihr nach der Macht von Ragnaros gesucht. Wo kriegt man das her? Ach, das ist eine Heldentat. Das ist im Kern geschmolzen. Arbeitstrupp steht bereit. Garnisonsruhestand. Okay. Kommt sofort. Verfolgt ihr die Meistervermessung im Bau eurer Garnison? Also wenn die eine noch da ist, dann frage ich die mal schnell. Wo sie den Kernhund hier hat, das würde mich, oder wie man den Kernhund kriegt. Lol, da nimmt er mein Loot mit. Könnt ihr auch mal sehen, wie mein Flugmount aussieht. Das würde mich jetzt interessieren, ob ich das was, ob ich da so ein Item Level 615 oder so brauche. Das krieg. Oh, oh, ich habe hier Quest und Flug Dingsreiter. Friede sei mit euch. Ich habe noch keinen Flugpunkt. Frost. Ach cool. Garnison aufzubauen. Fragt Skagil
halt auf, dafür zu sorgen, dass die Pairs arbeiten. Und seht ihr einfach so. Okay, ich hab die euch. Erste Sahne! Hab ich, Alter. Was hab ich dann hier? Also, was wir brauchen. Sofort! Okay. So, mit wem muss ich jetzt reden? Das sind so viele Sachen. Ganz. Mögen Geister. Okay. Wir werden mal gucken. Ah. Yo! Bleib sauber! Okay. Hätten wir gemacht, dann töten wir dieses eine Ding, was wir da töten müssen. Und so, ja. Und ich werde momentan alleine spielen. Also mit den Sequenzen und sowas. Sollte Sequenzen kommen oder so, ich werde alles aufnehmen. Was ihr wolle. Alles klar. Alles klar. Finde ich so cool. Wo ist es? Ach, das ist Thrall. Die Horde hat hier einen Dienst zu leisten. Unsere Entschlossenheit wird siegen. Ich wuchs mit Geschichten aus Frostwolf gerade auf, dem Familiensitz der Frostwölfe. Ich hätte nie gedacht, dass ich den Clan jemals wie in seinen besten Jahren mit Durotan als Häuptling sehen würde. Wobei, ich glaube, ich weiß gar nicht mal, ob Durotan sein... Nee, ich glaube, Durotar war sein Vater und Durotan war Durotars Vater. Jetzt, genau. Er ist kleiner, als ich ihn mit Durotan als Häuptling sehen würde. Er ist kleiner, als ich ihn mir vorgestellt hatte. Die Last der Herrschaft liegt schwer auf seinen Schultern. Okay. Für die Horde. Na, ja, das war hier etwas falsch, was ich gesagt habe. Aber verzeiht es mir bitte. Ich kann mich auch nicht hundertprozentig damit der Geschichte auskennen. Kommandant? Ja. Was wir brauchen. Was brauchen wir denn? Wir wissen. Untersucht Organisation. Was, dass die Peons gerade heulen oder so? Ah. Was machst du in meinem Zelt? Sag da, Kommandant Schlüsselbart. Vorwärts! Zum Sieg! Wie geht's? Oh. Ein Ruhestein extra nur für mich. Haltet euch vom Voodoo fern. Oh, ich hab ein Cobra-Junges gekriegt. Cool. Muss gleich mal gucken. Ein geschmolzenes Kern, so süß. Oh. Cobra-Junges.
Lass mich raten, ich kann nicht in den Käfig setzen, natürlich. Hab hier aber auch zur Glut so einen kleinen den Protodrachen bleiben. Wo ist das Kernhündchen hin? Ich will mein Kernhündchen behalten. Beschwören. Hä, wo ist es denn? Mein Kernhündchen ist nicht da. Ah, schaut später nochmal vorbei. Ah, bis 50 Ressourcen. Was als nächstes? Kommt sofort! Cool, ich krieg Erfahrung durch die Quests. Ich schwör es. Los! Ja, ist da. Und dieses Kernhündchen. Ja nicht fliegen, darum. Und ich glaube nicht, dass das Fliegen in dem Patch noch nachgereicht wird. Aber ich bin auch froh, dass das Fliegen eigentlich gar nicht da, dass es das Fliegen gar nicht gibt. Und dass man hier nicht fliegen kann. Und weißt, Fliegen macht irgendwo, hat irgendwo das Spiel kaputt gemacht, teilweise. Also diese neuen Sachen macht es wirklich kaputt, weil man sieht wirklich nichts mehr von der Umgebung. Darum fand ich das auch berechtigt, dass man am Anfang in Pandaria nicht fliegen konnte. Hey, cool, oder der Flammen, irgendwas. Lol. Man kann in Lava. Ich guck mal, ob ich den zähmen kann. Packen wir mal schnell. Der Dings weg. Machen wir mal Wildtierkunde. Gesundheit, Ernährung, Fleisch, Fisch, Brot, roher Fisch. Zähmbar. Ach, exotisch. Ah, ja. Okay. Es ist cool, dass ich so einen zähmen könnte. Aber dazu müsste ich auf Tierherrschaft sein. So. Hm, was? Rare Mob? Doll. Doll, wieso ist NPC-Scan? Da ist doch was im Busch. Da ist Böses im Busch. Zähmbar. Normal zähmbar, das ist sehr cool sogar. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Gott, Pharao hat die Aggro verloren. Cool, Fledermaus. Ah, das ist schlechter. Ah, das ist auch Leder, okay. Giftige Kralle. Nein, das will ich noch machen. Thank you.
Weit hier so Feuerbällen rum. Oh, ein Lastenheber. Ist noch nicht bereit. Was hatten wir dabei gehabt? Schäbiger, prächtiges Fell. Fell von in Draenor heimischen Pelztieren. Wird zu Stoff verarbeitet. Ach gut, ich kann den ausnehmen. Wie man Draenors Tiere häutet. Kirschstand auf Draenor. Brauche ich eigentlich nicht mehr, weil ich hier Kirschen erreiche und... Moment. Weil ich damit ganz fertig bin. Ich bin Zen-Meister. Ich halt... Kirschnerei. Da kann ich jetzt auf 700 mitgehen. Okay, ich bin ab jetzt nicht mehr komplett richtig hier der Oberboss darin. Nein. Obwohl ich eigentlich Lederverarbeitung nicht mehr weitermachen will, weil mir jetzt irgendwo ziemlich auf den Piss geht, dass ich hier noch 10.000 Sachen, die ich eigentlich so gesehen für den, meiner Meinung nach, für den Beruf nicht brauchen kann. Trotzdem brauche ich es. Brauche jetzt 10 Lederfetzen, so. Ja, 10 Einheiten von. Ach, schade. Nicht mehr, keine 5 mehr. Das ist schon etwas mau. Und da gibt es eine Ausgrabungsstelle, Leute. Da will ich auch noch graben. Ah, okay, der ist hier. Der Walk, aber... Oder ist in der Höhle? Oh nein, das ist in der Höhle, okay. Und da haben sie ihn gerade getötet. Die Schweine. Die Schweine, die haben dort getötet. Gleich muss er wieder da sein. Ah, ein Schamane. Muss er so nice, wenn er jetzt respawnt, wenn die hier kämpfen. Das ist so geil drauf, nur für den hier zu töten. Ich hoffe, ich kann als erstes angreifen dann. Ja, wahrscheinlich wie ich klicke. Ach, ja, ich habe ihn als erstes getroffen. Die anderen dürfen warten. Schön, dass sie mir helfen. Nein. Was? Wieso Anteil an Beute? Die wollen mich verarschen, oder? Ich teile auch meine Beute nicht mit anderen Leuten, WTF. Ganz ehrlich, was ist das für ein Müll? Dass ich mir hier jetzt mein Loot teilen muss, also hier Loot für den Lootgott. Oder eher gesagt, Loot für mich.
Weil es ja mein Loot. Ich töte hier irgendwas und dann dürfen andere Leute hier meinen Loot mit abgreifen oder was. Das sehe ich hier nicht ein. Nee, nee. Und ich will das Rare Mob da drüben. Guck mal, ob ich da hoch kann. Ja, kann ich. Nein, da haben sie gerade das Rare Mob. Entgeht mir nicht. Getötet. Oh, ich kann aber den Lasten überblenden. Da. Zurück. Geöffnet. Ah, mein Rare Mob. Wie schnell respawnt der denn bitte? Warte, entweder ist der AFK oder er wartet, bis ich ihn getötet habe, um ihn dann eventuell. Das ist Kette. Oder ich einfach nur AFK. Kochen auf Draenor leicht gemacht. Dafür braucht das Pandaria-Kochen wahrscheinlich noch. Müssen wir mal gucken. Bin den Kochen nur sehr wenig. Nicht sehr wenig, sondern sehr niedrig. Zierfischfleisch. Okay. Also wenn ich das kochen kann, Leute. Ja, für 4 Portionen. Die tatsächliche Anzahl an Portionen hängt von eurer Kochfertigkeit ab. Das Kochen wird irgendwie wobei ich den saftigen Bärenburger und sowas erst noch machen wollte. Aber jetzt erstmal alles abgeben. Brennende Gletscher. Ja, okay, ich habe Standbild. Ich glaube, ich habe uns ein Standbild. Schon wieder. Denke ich immer, mich haut's hier raus. In Wirklichkeit breche ich meinen FPS ein. Okay.